Yo, was läuft? Was läuft? King ADB ist am Start. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es auf jeden Fall gut. Falls ihr meine Videos feiert und auch nicht abonniert habt, dann abonniert jetzt meinen Kanal. Und falls ihr so nett seid, lasst direkt ein Like da, damit das Video direkt nach oben geht. Corona trifft uns ja alle irgendwie. Andere können nicht mal reisen, andere können nicht mal mit ihren Freunden rausgehen. Aber es trifft auch leider die Anime-Welt. Als die ganze Corona-Sache angefangen hat, hat das die Anime-Welt noch gar nicht wirklich getroffen. Erst in den letzten Wochen hat man bemerkt, okay, wir kriegen kein Anime-Content mehr wirklich. In diesem Video soll es speziell darum gehen, welche Anime genau ausfallen. Animes, die überhaupt noch nicht rausgekommen sind, Animes, die irgendwie abrupt stoppen mussten und Anime-Filme, die leider nicht mal rauskommen oder halt verschoben werden. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Gegen Ende werde ich noch Sachen über meinen Kanal erzählen und generell, wie es in Zukunft weitergehen wird. Also, let's get it! Okay, fangen wir mit den Animes an, die noch nicht rausgekommen sind und deren Season einfach verschoben wird. Die zweite Staffel von ReZero sollte eigentlich April 2020 rauskommen, aber sie wird jetzt auf Juli 2020 verschoben. Der nächste Anime ist Mahoka Koko no Retosei. Ja, abgefuckter Name, ich weiß. Ich habe den Anime damals so gefeiert, dass ich mir diesen Namen einfach... Der ist einfach in meinem Kopf geblieben. Die zweite Staffel sollte eigentlich Juli 2020 rauskommen, aber sie wird jetzt auf Oktober 2020 verschoben. Der dritte Anime, der leider verschoben wird, ist The Promised Neverland. Die zweite Staffel sollte eigentlich Oktober 2020 rauskommen, aber sie kommt jetzt leider im Januar 2021. Kommen wir zu den Animes, die auf einmal gestoppt haben. Zuerst hätten wir dann Black Clover. Black Clover stoppte bei der Folge 132 und es ist noch unklar, wann das wirklich weitergehen wird. Dasselbe gilt für Boruto. Boruto hörte auch bei Folge 154. Aber bei Boruto kann ich euch schwärmstens den Manga empfehlen, der ist viel besser als der Anime. Der Anime hat eigentlich vor ein paar Folgen die Richtung des Mangas eingeschlagen. Aber dann haben die auf einmal wieder aufgehört und haben mit ihrem Filler-Film weitergemacht. Ich kann es verstehen, weil der Manga kommt irgendwie auch nur monatlich raus und würden die jetzt 4-5 Folgen machen, da wären die zu nah am Manga dran, deswegen so viele Filler-Folgen. Ist zwar schade, aber ja, wer unbedingt Boruto sehen will, liest euch den Boruto-Manga durch. Der dritte Anime, der auf einmal aufgehört hat, ist Food Wars, die fünfte Staffel oder... Das fünfte Gericht. Es soll anscheinend im Juli 2020 mit Food Wars weitergehen. Ich bin auf jeden Fall gehypt. So weit ist das ja nicht entfernt. Der nächste Anime, der auf einmal aufgehört hat, war Kingdom, die dritte Staffel. Ich weiß nicht, ob Kingdom hier jetzt in Deutschland so bekannt ist, aber es ist auf jeden Fall ein richtig guter Anime. Ich kann mich selber an den Anime nicht mehr so erinnern, weil es so lange her ist, als ich den geguckt habe. Aber dass eine dritte Staffel rausgekommen ist, ist ziemlich krass. Es ist unbekannt bei Kingdom, wann der Anime weitergeht. Das ist ziemlich schade. Der letzte Anime, der auf einmal aufgehört hat, ist One Piece. Ja, One Piece, Leute. Und da habe ich eine sehr schlechte Nachricht für euch, Leute. Es ist unklar, wann es weitergeht. Es ist einfach unklar, wann es weitergeht. Bei Food Wars weiß man wenigstens, wann es weitergeht, aber bei One Piece weiß man es einfach nicht. One Piece ist halt zurzeit der beste Anime, den es gibt. Also von den Verkaufszahlen her und von dem Bekanntheitsgrad her, würde ich jetzt mal sagen, ohne irgendwie Research betrieben zu haben. Also wenn das jetzt überhaupt nicht stimmt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, aber ich glaube, das ist self-explanatory. Ja, One Piece geht einfach nicht weiter. Also irgendwann schon, aber man weiß halt nicht wann. Als letztes hätte ich noch ein paar Filme für euch, an die Leute, die sich gerne Anime-Filme anschauen. Detektiv Conan, The Scarlet Bullets, sollte eigentlich am 17. April rauskommen, aber das wurde jetzt ins Unbekannte verschoben, also man weiß nicht wirklich, wann das weitergeht, das müssen die noch sagen. Dasselbe für Evangelion. Evangelion war so ein Anime, den habe ich mit 13 nie verstanden. Ich müsste den Anime nochmal gucken. Wahrscheinlich würde ich das jetzt mit meinem fortgeschrittenen Alter besser verstehen, aber ansonsten, ja, der Anime-Film von Evangelion wird noch gesagt, wann es rauskommt. Fate Stay Night sollte eigentlich am 28. März rauskommen, aber auch hier wurde das ins Unbekannte verschoben. Dasselbe für Pokémon und für Violet Evergarden. Ja, Pokémon gucke ich eigentlich nicht, aber ich denke mal, ein paar von euch gucken das. Es sollte eigentlich am 10. Juli rauskommen. Jetzt ist es unbekannt, wann es rauskommt. Also es wird noch gesagt. Und Violet Evergarden, also wer noch nicht Violet Evergarden geguckt hat, sollte es wirklich gucken. Das ist wirklich ein sehr wunderschöner Anime und hat eine coole Story. Darüber soll es im Film rauskommen. Ab 24. April sollte er eigentlich rauskommen, aber jetzt weiß man halt nicht, wann es rauskommt. Ja, das war's. Das sind halt größtenteils die Animes, die ich gucke und die halt verschoben werden. Die Liste ist eigentlich unendlich, also nicht unendlich, aber die ist viel größer. Wenn ihr wissen wollt, welche Animes alles ausfallen, guckt ihr den ersten Link der Beschreibung, da habe ich euch den Link zu dem Artikel, von dem ich das hier alles habe.
Ja, das war heute auf jeden Fall eine Füllerfolge, leider kein Bleach. Das hängt damit zusammen, weil ich gerade meine Abschlussprüfung schreibe. Und ich habe gerade meine letzte Abschlussprüfung hinter mir. Also für diese Woche. Ich schreibe nächste Woche noch ein paar. Und generell noch in der Zukunft. Und deswegen konnte ich diese Woche kein aufwendiges Video produzieren. Nächste Woche ist es wahrscheinlicher, dass ich ein Bleach-Video rausbringe. Da wird es wahrscheinlich über den Bleach-Kosmos oder einfach irgendwas über Bleach, was interessant ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und schaltet die Glocke ein. Ja, ne? Willkommen in der Endcard. Hier ist eine Playlist zu meinen besten Videos und darunter noch ein random Video, was dir wahrscheinlich auch gefallen wird. Schau es dir an. Du wirst es nicht bereuen.